So, dieses Mal durch den Ostausgang raus. Ja, und die Route planen. Würden gerne nach Osten. Sinnigerweise. Würden gerne weiter nach Osten. Weiter nach Osten. Nordosten. Osten. Osten. Da müssten wir eigentlich bald in Kashok ankommen. Kashok hieß doch das liebliche Kaff, wo wir angeschossen wurden, oder? Ja, genau da wollen wir jetzt hin. Lagerplatz suchen. Wir hätten gerne erstmal sicherheitshalber die Aufgaben neu verteilt. Also Gerugon, Tirik, Gwenlin, Myrim jagt und Yallin sucht 4 Stunden Kräuter. Eine Tanele und 4 Einbeeren. Oh, wird's langsam wieder warm draußen? Ja, wir haben es endlich Frühling. Das ist doch mal eine gute Nachricht. Oder auch nicht, weil wir haben jetzt alle Schlafsäcke und Decken dabei. Das könnte wieder zu Problemen führen. Also, sobald wir in Kashok angekommen sind, müssen wir die Schlafsäcke verkaufen. Außer wir haben jetzt jede Nacht hier irgendwie Probleme. Dann müssen die eventuell schon früher weg, aber die sind recht wertvoll. Na gut, schlafen, jo. Keiner ist eingeschlafen bei der Wache, sehr gut. Und es gab auch keine Probleme beim Schlafen selber. Also dass es irgendwie zu heiß war und sie dementsprechend sich dann anderweitig irgendwelche Krankheiten zuziehen. Da sind unsere Helden ja doch recht zimperlich manchmal. Alte Option, jo. 3 Tanelen. Ach, ist das schön, dass wieder Frühling ist. Keine Frostschäden, man kann den Boden sehen und Kräuter finden. Das Reisen an sich wird auch wesentlich angenehmer sein. Kreuzungen. Hier war irgendwie dieses Zwergendorf und ein Wirselkraut am Wegesrand gefunden. Ja, definitiv schön, dass es Frühling ist. Lagerplatz suchen. Jo, und 3 Einbeeren. Wir sollten eigentlich einen riesen Umweg machen, bevor wir nach Kashok gehen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Kashok oder Kashok war. Wir müssen die Route neu planen. Wegen diesen doofen Zwergen. Na gut. Ja, nach Süden. Ja, nach Osten. Und dann nochmal nach Süden. So. Nein, das soll reichen. Wenn wir gleich wieder unser Lager aufschlagen müssen, jetzt nämlich, können wir mal kurz gucken. Kommen wir von hier aus in unser Journal. Talent anwenden, Handlung ausführen, nein. Tagebuch. Da müsste es ja irgendwo verzeichnet sein. Wir sind in Tiefus angekommen, nein. Yallin ist beim Absturz nur knapp dem Tode entgangen. Aber ja, ich finde das Tagebuch eine sehr schöne Neuerung. So können wir auch später mal einen kleinen Rückblick machen, was wir denn so alles erlebt haben. Wir sind in Kashok angekommen. Ah, also es war Kashok, nicht Kashok. Das war am 5. Fex. Also jetzt doch eine ganze Weile später kommen wir da wieder an. Müssen wir mal gucken, ob sie das dann vielleicht inzwischen beruhigt hat. Weil dieses komische Getue auf dem Marktplatz war schon sehr verstörend. Dass da irgendwas verbrannt wurde und der ganze Platz voller Asche war. Und auch, dass der Markttag verschoben wurde, nur Preios zu ehren. Und allgemein waren die ganzen Anwohner ganz schön eingeschüchtert. Von den Bandstrahlern. Ein Wirselkraut. Oh, schön, schön, schön. Und selbst wenn sich diese Sache beruhigt haben sollte, wollen unsere Helden immer noch herausfinden, warum gerade wir angeschossen wurden. Ihr entdeckt ein Rebengebüsch. Wollt ihr versuchen, es zu schießen? Nein. Wir werden wahrscheinlich so schon mehr als genug Proviantpakete dabei haben. 3, 1, 3, 7 sind schon wieder zu viel. Jo, mehr als genug soweit. Alte Option, jo. Noch ein Wirselkraut. Ne? Vielleicht hätten wir gar nicht so viele davon kaufen sollen.
eine Yoga-Wurzel, drei Tanninen. Keiner schläft ein. Wie lange werden wir noch brauchen? Oh, vor euch schleppt sich eine gebeugte Gestalt die Straße entlang. Sie geht sehr langsam und so habt ihr sie recht schnell eingeholt. Das erste, was ihr seht, ist ein großer Rucksack und eine stattliche Waffensammlung. Erst dann fallen euch die zahlreichen kleineren Verbände ins Auge. Sie hat euch willkommen gehört, denn nun dreht sich die Gestalt zu euch um. Chor sei mit euch, oder Fex, wenn ihr friedlicher Natur seid. Aber so seht ihr mir eigentlich nicht aus. Die Frau, die trotz ihrer Breite momentan schwach und nicht ganz sicher auf den Beinen wirkt, bringt trotz ihres Zustandes sogar ein kleines Grinsen zustande. Ja, sieht ganz nett aus. Ihr erinnert mich an ein paar Abenteurer, die vor kurzem mal hier waren. Oh, wir haben ganz viele Gesprächsoptionen. Können wir etwas über die Abenteurer in Erfahrung bringen? Elfenzwerge, Orks, Wetter, Unterkunft, das sind die Standardsachen. Finsterkoppen, Finsterkamm, Sveltsümpfe, da wollen wir nichts mehr von hören. Die Zwergenbinge. Fragt andere danach nicht mich. Blutsinn? Ich habe nicht die leiseste Ahnung. Nee. Finsterkamm? Falsche Adresse. Finsterkoppen? Kenne ich mich nicht aus. Reisen? Tja, was soll ich denn dazu sagen? Ich muss jetzt weiter. In meinem Zustand will ich nicht im Freien übernachten. Ihr wollt nicht zufällig einen Zweihänder kaufen? Soll auch nur 15 Dukaten kosten. Ich bin momentan etwas knapp bei Kasse. Also ja, eigentlich würden wir ihr ganz gerne bei den Bandagen helfen. Also nicht, weswegen man jetzt denken könnte, sondern einfach nur, weil wir ja nette Leute sind. Aber da scheint sie sich nicht helfen lassen zu wollen. Dann helfen wir doch wenigstens, indem wir den Zweihänder abkaufen, auch wenn wir ihn nicht unbedingt brauchen. Aber ich denke mal, wir könnten ihn auch mit Gewinn wieder verkaufen, das passt schon. Ihr könnt mich auch anheuern, wenn ich wieder fit bin. Kann ich ganz schön gemein werden. Lowang, Trollzacken, Al-Anfa, Maraskan, habe ich alles schon gemacht. Für euch sogar zum halben Preis. Das heißt, normalen. Bin nämlich sonst eine doppelte Komma-Kontrakt. In Ordnung? Den Zweihänder, den nehmen wir. Also wir könnten sie anheuern. Das wäre vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee. Dann hätten wir in Gashok etwas Rückendeckung. Und auch allgemein könnten wir mal ein wenig Unterstützung brauchen. Also ja, gerne, seid uns willkommen. Einen solchen Schwertarm kann man immer gebrauchen. Jetzt ist nur die Frage, wie teuer sie genau ist und wann sie ihre Bezahlung haben möchte. Und wir sollten daran denken, ihr nichts in die Hand zu drücken. Sie hat schon mal ein Kettenhemd. Sie hat einen scheinbar einfachen Zweihänder. Essbesteck, ein Speer, ein Schwert. Sie hat keine Decke. Geben wir einfach einen von unseren Schlafsäcken. So, hat sie wenigstens schon mal etwas für die Nacht? Wir könnten ihr theoretisch die Ausrüstung abnehmen, aber das macht keinen Sinn. Jedenfalls nicht rollenspieltechnisch. Also lassen wir sie so, wie sie ist. Und machen einfach die gewöhnlichen Dinge. Eine Einbeere. Kurima bekommt ihren täglichen Sold. Ein Silberstück. Ach, das ist ja günstig. Das heißt, wir würden jetzt eine Dukate bezahlen für die Reise nach Gashok. Ist auf jeden Fall vertretbar. Ich meine, wenn wir allein ein Wirselkraut verkaufen würden, wovon wir unterwegs bestimmt 4-5 gefunden haben, hätten wir da schon 10-fach drin. Also, ja. Eine schöne Zufallsbegegnung. Ihren Sold, jo. Und wir könnten jetzt langsam, da es ja auch wärmer wird, mal wieder ein bisschen länger marschieren, bevor wir schlafen gehen. Um so etwas Zeit zu sparen. Mürrums Kopf ist in Watte gepackt. Nee. Eine Tonne ist blöde. Oh. Ich glaube, ich habe was gehört. Na, Räuber, Orks, Löwen. Die Talaner hauen. Das ist gar nicht gut. Du bist krank und kannst gar nichts machen. Du schießt bitte mal auf den Löwen. Dich können wir nicht steuern. Das ist schon mal nicht gut.
Weil gerade den Löwen da oben müsste gar niemand angreifen. Das schafft Talana schon ganz gut alleine. So, Tirik. Da so hin. Damit die Elfen noch schießen können. So, du, zaubern. Kampf. Egal nicht. Beherrschung. Horiphobos auf den da. Horiphobos! So, und schon ist der Geschichte. Also, Computerkampf, die ganze Gruppe, keine Magie. Damit müssen wir den Löwen jetzt recht schnell klein bekommen. Und Talana wird nicht genug Zeit haben, um dann noch in Nahkampf zu rennen. Hoffe ich jetzt einfach mal. So, die erste Geschichte. Und der andere Löwe müsste eigentlich jetzt weglaufen. Tut er aber nicht. Oder war das gerade ein Angriff von unserer Angeheuer-Söldnerin? Oh, Verstärkung. Aber gucken wir mal, wie unsere Helden sich so schlagen. Das müsste ja eigentlich okay sein. Der oben bei Talana ist eigentlich noch am Fliehen. Er wurde nur gerade dabei gestört. Gerogon hat einen, Gwendolyn hat einen. Tirik wird trotzdem noch oben auf den einen schlagen. Und danach dann wahrscheinlich Gerogon helfen. Aber solange niemand großartig Schaden bekommt, sehe ich da jetzt keinen Grund einzugreifen. Ja, Talana ist im Nahkampf, aber solange der Löwe sich nicht umdreht, ist alles gut. Oh, schöner Treffer. Jetzt bitte zum nächsten. Nein, nicht du. Tirik soll zum nächsten. Ja, genau. Du kannst auch zum nächsten. Das ist völlig in Ordnung. Du schießt da schon drauf. Sehr gut. Genug Pfeile haben wir gekauft. Die hatten irgendwie jeder 50 Stück oder so. Das müsste auf jeden Fall bis Gashok reichen. Und für was auch immer wir da noch Pfeile gebrauchen könnten. Ja. Jetzt noch Gwendolyns. Das wird auch noch ein bisschen dauern. Die müssen erstmal rankommen. Die Elfen können da schießen und oh, sie ist schon wieder dran. Sehr gut. Talana natürlich auch hinten ran. Und Gerogon stellt sich in den Weg. Nee, das dürfte trotzdem gehen. Tirik stellt sich in den Weg. Warum auch nicht? Oh, 19 Trefferpunkte. Ja, diese Kurima ist echt nicht schlecht. Aber wir sollten gleich trotzdem erst am Mürren verarzten. Und Gwendolyn anscheinend. Also, unterbrechen. So. Jallen. Dann anwenden, Krankheit heilen. Gwendolyn, bitte kein Wundfieber. Mal sehen, was ich bei Tollwut machen kann. Oh, weia. Zar sei Dank. Und wir brauchten eine Yoruga-Wurzel dafür. Das sollten wir uns merken. Talent anwenden, Krankheit heilen bei Mürrem. Da ist es nur ein Dumpfschädel. Also ein Belmar-Blatt. Sehr gut. Also ja, Yoruga-Wurzeln auf jeden Fall demnächst neu kaufen. Jetzt speichern wir aber erstmal ab. Neu. Jo. LP 0063. Und wir sehen uns gleich wieder.